Hallo, ich bin der Flavius und spiele in der 18. Staffel den Orkan. Also durch Internet erstmal, habe die Serie auch so verfolgt. Und irgendwann dann habe ich es im Internet gelesen, dass es ein offenes Casting dazu gibt. Und dann bin ich hierher gefahren, kam in die zweite Runde und dann ging es eigentlich schon los. Also meine Lieblingsfarbe ist Rot. Ich spiele sehr gerne Basketball und mein Lieblingsessen ist Lasagne. Also, Orkan ist sehr unordentlich. Er lässt ihm alles rumliegen. Er ist auch ein Muttersöhnchen. Er wird immer von seiner Mutter verwöhnt. Und deswegen ist er auch so unordentlich, weil die Mutter alles für ihn macht. Und er ist eigentlich auch. Er ist auch klug. Er ist ein kluger Mensch. Ja, er ist sehr klug eigentlich. Er hat von vielen Ahnung. Eigentlich nicht so viele, also fast gar keine. Ich bin gar nicht so unordentlich wie er. Ist ziemlich unordentlich. Muttersöhnchen bin ich auch nicht. Was wir gemeinsam haben, ist, dass er sehr schnell viele Freundschaften schließen will, also sich gerne schnell integriert unter anderen. Und bei mir im echten, im privaten Leben ist es ja auch so, dass ich gerne schnell Freunde gewinne und mich auch dafür irgendwie opfer, wie er es auch oft macht. Also ich spiele gerne Basketball, ich gehe gerne mit Freunden raus. Ab und zu spiele ich auch gerne PlayStation mit meinem kleinen Cousin. Ja, übliche Sachen. Also meine größte Schwäche ist, glaube ich, dass ich mich ziemlich schnell ärgern lasse. Also mich kann man auf jeden Fall ziemlich schnell ärgern. Die größte Stärke. Also ich denke mal, jeder hat seine Stärken, weil er aber noch gar nicht davon weiß. Also so ist es bei mir dann auch. Es ist wahrscheinlich was, was ich sehr gut kann, aber was ist es, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Also, in was perfekt ist man ja in gar nichts, aber. Also, es gab eigentlich gar keine Probleme. Also, dass ich jetzt irgendwie einen Riesenfehler gemacht habe oder so. Kleinigkeiten und es ging eigentlich gut voran. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja. Und wenn ihr Orkan kennenlernen wollt, dann schaltet das nächste Mal Schloss Einstein ein.